Ja, ich habe gerade hier ganz schlechte Internetverbindung, noch gar keine Connection zum Set, zum Chat. Ich hoffe trotzdem, dass ihr uns hören und auch sehen könnt. Wir sind hier nämlich an der Bubble von den Grünen. Bubble ist, nennen die das selber. Das ist so das, wo die so 3 Tage lang jetzt gelöchert werden von allen möglichen Leuten und Antworten geben auf mögliche und auch unmögliche Fragen. Ja, ich hatte vorhin schon mal ein paar Fragen im Chat. Ich habe jetzt auch jemanden ganz kompetent hier von den Grünen. Wer bist du? Ich bin Michael. Ich bin hier im Abgeordnetenhaus mit Grünen und mache also den Klimadienst. Ah, da haben wir ja bei Kastor direkt jemanden für Energie- und Klimapolitik. Ja, da habe ich gleich die erste Frage an euch. Wie steht ihr zu dem Volksentscheid über die Vergesellschaftung wieder der Energiewerke oder auch der Netze? Also wir haben ja den Volksentscheid immer unterstützt und haben auch darauf gedrängt, dass er zusammen mit der Bundestagswahl stattfindet, wie in Hamburg, ja. Weil dann ist das Beteiligungsquorum gleich sicher und die Leute können sich entscheiden, wollen wir das machen, wie es der Energietisch will oder wollen wir es so machen, wie der Senat es will. Aber der Senat hat den Termin absichtlich 6 Wochen hinter die Bundestagswahl gelegt, in der Hoffnung, dass die Leute nicht wieder zur Wahl gehen, 6 Wochen nach der Bundestagswahl, dann nicht zur Abstimmung gehen und dass er dann einfach an der Beteiligung scheitert. Weil so ein Gesetzentwurf braucht 25% der Wahlberechtigten, die Ja sagen. Und da hoffen die einfach durch so einen Termin, dass sie damit in den Volksentscheid rumkommen. Ah gut, nun, die Berliner sind immer ein bisschen auf Zack, haben das Volksbegehren für den Berliner Energietisch en masse unterschrieben und da werden sie wohl nicht mehr dran vorbeikommen. Ja, es gibt verschiedene Fragen. Energie war jetzt das eine. Die Lage, die Suche nach dem Endlager, da haben viele Zuschauer uns gesagt, das wird ein wenig vermisst im Bundeswahlkampf von den Grünen. Das Endlagerproblem gärt immer noch vor sich hin und im Moment taucht alles ab. Naja, wir haben ja sehr deutlich gemacht, dass wir eine offene Suche wollen. Winfried Kretschmann hat als Ministerpräsident von Baden-Württemberg das auch ermöglicht, indem er als erster gesagt hat, auch Standorte bei mir im Land dürfen geprüft werden. Und da bin ich sehr stolz drauf, dass auch unsere Partei das ermöglicht hat und auch andere Länder da unter Zugzwang gesetzt hat und dass es jetzt eine offene Endlagersuche gibt. Ja, aber warum ist das im Wahlkampf gar kein Thema? Ich meine, das wäre ja auch eine gute Möglichkeit, die anderen Parteien noch mal ein bisschen unter Druck zu setzen und auch da so ein grünes Profil wiederherzustellen. Ja, wir haben uns in dem Wahlkampf leider sehr schwer damit getan, die grünen Kernthemen, Atomkraft und Endlagersuche, aber auch Energiewende, Klimaschutz, so in den Mittelpunkt zu rücken. Wir haben das jetzt in den letzten Tagen noch mal verstärkt versucht und dadurch, dass die Bundeskanzlerin auch in dem Grüner Tageprogramm noch mal ein Abwürgen der erneuerbaren Energien drin hat, gelingt uns das jetzt Gott sei Dank wieder stärker. Ja, bei dem letzten Bundesparteitag der Grünen, ich glaube in Lübeck war es, oder vielleicht vorletzten, da war auch parallel dazu ein Kastortransport, auch wieder in die Gegend ins Wendland hinein. Und da waren auch einige Fragen der Leute, die haben sich gefragt, warum die Grünen damals dazu aufgerufen haben, da nicht gegen zu protestieren. Das war so ein bisschen unverständlich in der Position. Da muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht tief genug drin in der Materie. Ich mache hier Berliner Energiepolitik. Ja, ja. Wir haben Gott sei Dank kein Atomkraftwerk, sodass wir davon ziemlich verschont sind. Ja. Wir haben ein Atomkraftwerk und zwar im Versuchsmeiler im Wannsee. Der Forschungsreaktor. Der Forschungsreaktor im Wannsee, das ist auch wieder ein Berliner Special hier. Der wurde ja mal runtergefahren, der wurde überprüft und da wurde festgestellt, dass eine Pumpe defekt ist. Jetzt wurde er wieder hochgefahren. Auch das ist leider so im Wahlkampf ein bisschen untergegangen und auch in der allgemeinen Debatte über die Energiepolitik, weil die Forschungsreaktoren sind natürlich auch gefährlich für die Umwelt. Also wir haben damals ganz klar gesagt, nach Fukushima, der muss erstmal abgeschaltet werden und es muss eine richtige Sicherheitsüberprüfung her. So, man muss sagen, Forschungsreaktor ist kein Atomkraftwerk, das ist schon ein bisschen was anderes. Aber trotzdem muss man da natürlich genau überprüfen und wir haben das auch durchgesetzt sogar. Aber was dann passiert ist, es war eine Prüfung nach Aktenlage. Da ist nicht ein Gutachter dahin gegangen, hat sich das mal angeguckt, sondern die haben sich einfach nur die Akten angeguckt und haben gesagt, alles ein bisschen schwierig, aber macht ruhig. Und dann hat der rot-rote Senat damals entschieden, den wieder anzufordern. Das finde ich wirklich nach wie vor unverständlich, wie man da einfach eine Aktenlage prüfen kann. Vor allem, man muss den ja auch vergleichen mit dem Forschungswerk in Garching.
der hat ein dickes Betondach, das hat der in Berlin nicht. Mhm. Und der steht mitten in der Stadt. Also das finde ich schon sehr leichtsinnig, mit dem Risiko so umzugehen. Was jetzt mal von der Atompolitik und Energiepolitik ein bisschen weiter weg. Ihr hattet mal mit der SPD zusammen eine Bundesregierung gestellt. Und während der Bundesregierung wurde, da war die Fußballweltmeisterschaft. Und da wurden die sogenannten Sicherheitsgesetze auch mit Zustimmung der Grünen beschlossen. Und das, auch das ist so ziemlich auf Kritik gestoßen. Erstmal die Art und Weise, das während der Fußball-WM zu machen. Die Fußball-WM hält sich ja auch nicht an Zeiten von Parlamenten oder Ähnlichem. Aber warum ist das so wenig aufgeklärt worden? Oder warum brauchte man erstmal einen Snowden, um zu erfahren, was dann alles noch mit ihm im Schlepptau ist? Du meinst jetzt die Fußball-WM 2002? Ja, ja. Also das war ja kurz nach den Anschlägen vom 11. September. Und da haben wir gesagt, jetzt muss man wirklich auf jeden Fall natürlich die Freiheitsrechte der Bevölkerung sichern, aber man muss auch jeden Stein umdrehen, um zu gucken, dass wir Deutschland vor islamischem Terror schützen. Das haben wir getan. Da sind wir an einigen Stellen über das Ziel hinausgeschossen. Also etwa wenn man sich anguckt, die Entscheidung zu, dass Flugzeuge im Zweifelsfall abgeschossen werden dürfen. Ich weiß nicht mehr den Fachbegriff, was dann das Bundesverfassungsgericht Gott sei Dank kassiert hat. Da sind wir über das Ziel rausgeschossen. Aber grundsätzlich erstmal zu sagen, nach einem solchen Anschlag, den wir ja als Bedrohung auch zu unserer westlichen Lebensweise gesehen haben, dass man jetzt gucken muss, jeden Stein umdrehen muss, genau angucken muss, wie können wir Sicherheit erhöhen, ohne Freiheit zu beschränken, das finde ich nach wie vor richtig. Der NSA-Skandal ist eine ganz andere Nummer. Das ist also das flächendeckend. Daten gespeichert werden, persönliche, völlig verdachtsunabhängig. Das finde ich unglaublich und ich verstehe nicht, warum die Europäische Union, dafür haben wir sie ja, ne? Weil wenn ein Nationalstaat nicht mehr stark genug ist, im globalen System seine Interessen durchzusetzen, dafür gibt es die Europäische Union, dass sie da den Amerikanern auch stark entgegentreten muss und sagen muss, Leute, so nicht. Und wenn die Amerikaner sagen, na okay, so waren Geheimdienste immer, dann muss man aber auch sagen, Geheimdienste haben dann auch immer versucht, ihr Land zu schützen. Und dass die EU dann den Herrn Snowden nicht hier Asyl anbietet und ihm sagt, sag uns, was du weißt, damit wir uns wappnen können gegen diese Überwachung, das ist mir völlig unverständlich. Und da verstehe ich auch die Bundesregierung überhaupt nicht. Und dass dann der Kanzleramtsminister sagt, die Affäre ist beendet. Ich habe mir gedacht, der sollte Umweltminister werden, dann könnte er sagen, der Klimawandel ist beendet. Aber das ist ja nur noch absurd. Also da hoffe ich schon, dass sie da die Quittung für kriegen. Denn das wird natürlich nicht einfach mit den Amerikanern. Die können nicht versprechen, wenn wir an der Regierung kommen, dann ist das sofort alles anders. Aber da einen anderen Ansatz zu finden und mit den europäischen Partnern zusammen dem entgegenzutreten, das ist möglich, wenn man das will. Ja, du sagtest vorhin, im Jahr 2002 lag die Fokussierung sehr stark auf den islamischen Terror und dass es sehr wichtig war, jeden Stein dreimal umzudrehen. Offensichtlich ist es doch den Leuten, die die Steine umdrehen, entgangen, dass hier nationalsozialistisch orientierte Terroristen ihr Unwesen getrieben haben, etliche Menschen ermordet haben, Sprengstoffattentate gemacht haben. Dieses Verhältnis von Sicherheit und Freiheit, wie weit wird das jetzt noch geschraubt? Nächstes Jahr ist wohl wieder eine WM, was haben wir denn da zu erwarten denn? Ich glaube, das hatte weniger damals mit der WM zu tun, sondern die WM in Deutschland war ja auch 2006. Dass der Verfassungsschutz in der NSU, Geschichte, also diese sogenannte nationalsozialistische Untergrund, ja, dass er da so dramatisch versagt hat, dass wir feststellen mussten im Rahmen dieser Aufklärung der NSU-Affäre, dass Rechtsextremisten quasi vom Verfassungsschutz nur ein Gehalt gekriegt haben und weiter ihr Rechtsextremismus mit staatlicher Finanzierung weiter betrieben haben. Da haben wir Grünen jetzt gesagt, da muss eine ganz klare Konsequenz haben, dass wir erstmal alle V-Leute da zurückziehen, dass es keine verdeckten Ermittlungen mehr gibt.
in dem Sinne, wie wir sie jetzt ankommen. Denn das ist einfach ganz klar erwiesen. Das ist nach hinten losgegangen. Das hat nicht nur nichts gebracht, sondern das hat die Sache schlimmer gemacht. Ja, auf jeden Fall. So denken viele unserer Zuschauer auch. Und das große Problem dabei ist, dass halt immer diese Fokussierung auf islamische Gewalttäter ist, wo wir auch sehen, dass das Islamophobie erzeugt, dass die Leute Angst vor dieser Religion haben, die ja da auch nur instrumentalisiert wird, ähnlich so wie hier auch christliche Fundamentalisten versuchen, den Glauben zu instrumentalisieren für ihre ja oft lebensfeindlichen Zwecke und Motive. Da fehlte mir so vor allen Dingen auch viel Aufklärung, auch bei den Grünen, die hatten ja hier auch eine ganz klare linke Mehrheit, gibt es in Berlin, trotzdem haben wir hier eine große Koalition, weil man sich da wohl mit den Linken zierte. Das ist aber so, dieses parteipolitische Geplänkel dabei, davon stirbt unsere Zivilgesellschaft. Ja, aber da haben wir uns nicht vor den Linken geziert, sondern wir hatten eine rot-grüne Mehrheit in Berlin. Wir wollten diese Mehrheit in eine Regierungskoalition umsetzen. Und für die SPD war lange klar, dass wir diesen Autobahnausbau hier. 100 war das, ja, hast du auch berichtet. 3 Kilometer für 500 Millionen Euro, die teuerste Autobahn der Welt, angesichts der Aufgaben, die der Staat eigentlich hat, dass wir den nicht wollen. Und die SPD war nicht bereit, auch nur zu sagen, wir schieben das mal 4 Jahre auf und entscheiden darüber später. Die wollten ganz klar eine Koalition mit der CDU, haben da den Autobahnausbau als Ausrede gesucht. Und das muss man sich hier in Berlin schon klar sein. Der Sozialdemokratenwelt, der große Koalition. Besteht diese Gefahr auch jetzt bei der Bundestagswahl? Das würde ich schon so sagen. Wenn man die Kandidaten anguckt, die sind viele von denen sind hier im Landesvorstand gewesen, der sich gegen eine rot-grüne Koalition entschieden hat. Das war einstimmig. Ja, und das verstehe ich dann aber nicht, wieso dann die Grünen so von vornherein auf diese rot-grüne Koalition als eine Regierungsmehrheit zu bilden setzen, wo sie ja doch hier gerade in Berlin auch andere Erfahrungen gemacht haben, wie sich das letztendlich dann gestaltet. Ja, es gibt ja auch Sozialdemokraten in anderen Bundesländern, und wenn man sich da anguckt, in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein, Bremen. In vielen Ländern funktionieren grün-rote oder rot-grüne Koalitionen sehr gut, weil einfach die Programmatik gut zusammenpasst, weil die Leute auch so miteinander umgehen. Und da sind die Berliner Sozialdemokraten schon so ein Sonderfall. Deshalb sagen wir, in Berlin rot-grün ist ja wohl die Grünen. Sind die hessischen Grünen auch ein Sonderfall? Ich weiß, gibt es eine Koalition mit der CDU? Nee, die hessischen Grünen gehen jetzt auch in den Wahlkampf am Sonntag, mhm, und die wollen mit oder es ist nur Frankfurt. Und Thorsten Schäfer-Gümbel, Herrn Schäfer-Gümbel von der SPD zusammen da die Mehrheit ziehen. Das ist eine ganz klare rot-grüne Koalition. Dann haben die nur in Frankfurt die gemeinsame Koalition. Ja. Ich glaube, ja. Ja. Ja, wo wir schon bei Frankfurt sind, da gab es ganz hässliche Szenen beim Blockjumpai. Und auch da sind Grüne mit in einer Verantwortung. Ich fand es äußerst peinlich, wie Claudia Roth dann hinterher sich in der Türkei auf den Taskin-Platz stellt und weint, weil sie Tränengas abbekommen hat. Also als erste Regel ist, gehen die geschminkt auf eine Demo, die war voll geschminkt. Und das lief ihr natürlich auch ins Gesicht, warum diese unterschiedliche Beurteilung einerseits befürworten von Tränengas in Frankfurt und andererseits jammern, wenn das nun der Böse in der Türkei macht. So, also ich glaube, man kann Claudia Roth keinen Vorwurf draus machen, dass sie weint, wenn sie Tränengas bekommt. Nee, das ist ja auch nicht der Vorwurf. Der eigentliche Vorwurf besteht ja darin, wie man auf städtepolitische, so einen Polizeieinsatz legitimieren muss und letztendlich auch verantworten muss und sich andererseits dann hinstellt und sich über, ich glaube, das war sogar selber eine Produktion. Ich muss gestehen, dass ich nicht genau weiß, was da in Frankfurt passiert ist und wie die Grünen dazu standen. Also ich finde, und das ist ja auch eine grüne Position, dass Tränengas im Einsatz gegen friedliche Demonstranten überhaupt nicht geht. Okay. Ja, dann danke ich erstmal. Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest für unsere Zuschauer oder jetzt kein Wahlaufruf für die Grünen? Das machen wir ja nicht.
Wir sind ja überparteilich sozusagen. Wir selber übrigens übertragen auch morgen im Jahr eine eigene Wahlparty. Ja. Nicht speziell für die Grünen, sondern überparteilich. Ja. Und zwar fokussieren wir uns auf das bedingungslose Grundeinkommen. Da ist von den Grünen auch sehr wenig von zu hören. Sind die da irgendwo, naja, ich sag mal, es gibt kaum eine Partei, die da eine ganz klare Linie hat. Bei den Linken zum Beispiel gibt es Pro und Contra, so wird es bei euch wohl auch sein. Bei uns gibt es auch Pro und Contra, das ist ganz lustig, weil diejenigen, die in der Partei sehr links stehen und die über Wahlkampf stehen, die sind sich einig, sie wollen das. Und sowohl die aus beiden Flügeln, die eher mittig sind, die finden finden das Grundeinkommen kein Grund. Das ist ganz spannende Beobachtung. Eine Sache würde ich gerne noch sagen. Ja. Und zwar, die Energiewende ist nicht nur Thema der Bundestagswahl, sondern auch dieser beiden Volksentscheide, jetzt am Sonntag in Hamburg und eben am 3.11. in Berlin. Und bitte jeden dahin zu gehen, der abstimmungsberechtigt ist, und sein Kreuz zu machen, ja, zum Volksentscheid. Habt ihr gehört, Leute? Also bitte. Wir berichten davon auch genau drüber und exakt drüber, weil das wollen wir eigentlich auch, dass alles wieder oder so viel möglich in kommunale Hände zurückgeht und eben die Macht dieser drei größten Stromkonzerne zu brechen. Ich bedanke mich erstmal. Vielen Dank. Tschüss.